Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part der Trainerkarriere mit SV Darmstadt 98. Ich möchte kurz auf den Kommentar eingehen, denn es wurde sich gewünscht, dass ich doch die Karriere öfters bringen soll. Also einfach nochmal zum Grundverständnis, ich habe aktuell sehr viel Spaß an der Karriere, ich probiere sie natürlich auch so oft zu bringen wie möglich. Wir laden aber immer im Wechsel hoch, deswegen kriegt der die Karriere natürlich nicht täglich. Und es ist teilweise auch einfach mal ein Video dabei, was aus zeitlichen Gründen entstanden ist. Nicht einfach damit was kommt, aber halt Sachen, die ich auch so im Repertoire habe, wo ich mir dann sage, gut, wenn es für eine Trainerkarriere nicht reicht, ohne dass ich sie jetzt hinschlampen würde, dann ziehe ich dementsprechend mal was vor. Beispielsweise, wie ich es ja letztens mal hatte, eine Clubtour oder so, euch einfach mal zu zeigen, was bei mir so abgeht. Das war sowieso ein Plan und wurde eben halt nur vorgezogen, weil es zeitlich für eine Trainerkarriere nicht gereicht hat und dementsprechend switche ich da mal so ein bisschen. Aber ich probiere natürlich die Trainerkarriere so oft zu bringen wie möglich. Heute auch mit einem etwas kürzeren Part. Und bevor ich jetzt weiterrede, wir gucken ganz kurz rein. 90. Minute gegen Wolfsburg. Rausch am Elfmeterpunkt und macht das Ding rein. 1:0 für uns in der 90. Das war ein ganz wichtiger Treffer, denn so sind wir natürlich in der Tabelle wieder, wir knüpfen wieder an, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall, warum heute eine kürzere Episode? Ich spiele ja wieder auf Weltklasse für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und ich muss sagen, es fällt mir sehr, sehr schwer, wirklich viele Chancen rauszuspielen. Ich meine, die Chancen, die entstehen, sind meistens auch relativ gefährlich. Führen nicht immer zu einem Tor, aber sind schon sehenswert. Und ja, dementsprechend kann ich euch halt auch noch nicht so viel Material zeigen, wenn es von der Menge her das Material einfach noch nicht gibt. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten Folgen ein bisschen ändern, dass wir da wieder ein bisschen längere Episoden rausbekommen. Aber mir geht es auch jetzt in erster Linie aktuell darum, auch einfach mal so ein sicheres Spiel aufzuziehen, auch mal so eine konstante Leistung abzurufen, auch mal über 3, 4, 5 Spiele hinweg mal konstant zu spielen, auch wirklich mal Siege einzufahren und ja, wie gesagt. Wir gehen jetzt mal ins Commentary bezüglich den Spielen und wir haben ein DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Spielen daheim gegen die Fortuna und es fängt sehr ausgeglichen an. Zweite Minute oder dritte Minute Schuss von Kovalenko, dann hier ein Kopfball von der Fortuna. Und dann kommt hier der Ball auf Niang. Niang haut drauf an Rensing vorbei und das 1:0 in der 44. Minute. Also ihr seht auch, es dauert teilweise sehr lange, bis hier mal was passiert. Also die Zeitabstände zwischen den einzelnen Situationen sind dann doch sehr, sehr groß. Manchmal, aber wie gesagt, das lässt sich aktuell noch nicht verändern. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann. Da bin ich eigentlich auch fest von überzeugt, dass wenn man sich da mal ein bisschen einspielt, dass sich das dann auch ändert. Aktuell halt noch, ja, die Großchancen. Ich möchte nicht sagen eine Rarität, aber es kommt dem schon nahe. Ja, dann hier ein Sonntagsschuss. 72. Minute, ich weiß nicht genau, wer es war, auf jeden Fall ein schöner Treffer, natürlich einfach mal draufgehalten und der geht dann leider rein zu dem Zeitpunkt, aber auch von mir schon ein bisschen, man sieht es auch hier, ich habe Fortuna auch ein bisschen viel Freiräume gelassen und dann dementsprechend das Gegentor. Wir gehen in die Verlängerung, denn es hat in der regulären Spielzeit keine Entscheidung mehr gegeben. Sehr schön, ne? Wer kennt das Wort nicht, gegeben. Es ist ein altbekannter und altbewährter Begriff. Aus der Fußballsprache. Seiler inzwischen im Spiel, 103. Minute und macht auch direkt das Türchen, nachdem Sandro Wagner ebenfalls eingewechselt hier eine schöne Vorlage gibt. Hier passt er den Ball zu Wagner, der mit dem schönen Lupfer Seiler dann hindurch und an Rensing mal wieder vorbei. Vorhin war es Niang, jetzt ist es Seiler, aber auch die Fortuna kommt nochmal in der 108. Minute. Ein wirklich auch wieder sehr schöner Treffer durch Sarah Rehr, der Ex-Stuttgarter, ist ja, ich glaube, für 500.000 im Sommer zur Fortuna gegangen und ist ja inzwischen ja auch Stammkraft. Wir sehen es dann hier nochmal, wirklich schöner Schuss oben in den Knick und dann ist da Martenia natürlich auch ohne Chance. Und somit kommen wir dann auch schon zum Elfmeterschießen, denn es gab auch in der Nachspielzeit keine Entscheidung. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ich werde es euch mal so lange vorspulen, bis die entscheidenden Elfmeter kommen. Also wir bisher ganz sicher, Fortuna allerdings auch, Sarah Rehr jetzt trifft ebenfalls. Und dann ist es Konstantin Rausch, der ebenfalls trifft, dann Bellinghausen bei der Fortuna ganz frech in die Mitte. Und dann kommen wir zu Sandro Wagner und der verknüppelt das Ding. Das war natürlich sehr ärgerlich. Jakonan erfüllt dann seine Pflicht auch. Und jetzt müssen wir treffen, damit wir nicht rausfliegen. Und Hella macht das zum Glück gut. Und ja, dann ist die Fortuna nochmal dran. Und
sie trifft. Was im Umkehrschluss heißt, dass wir in der zweiten Runde rausfliegen aus dem DFB-Pokal. Ich hätte mir auch wesentlich Schöneres vorstellen können, aber so ist das dann halt. Wenn man auf Weltklasse spielt, kommen eben irgendwann die Entscheidungsspiele. Und somit natürlich auch der DFB-Pokal. Und ja, es hat leider nicht sein sollen. Man kann nichts tun. Es war ein bisschen, ja, es war ein komischer Spielverlauf, weil ich fand, wir waren nicht schlecht. Es war ein relativ ausgeglichener Spielverlauf. Plus die Tore sind meiner Meinung nach immer zu recht ungünstigen Zeitpunkten gefallen. Aber das ist der Fußball, da kann man sich da nicht drüber beschweren. Die Tore fallen, wie sie fallen, und das muss man dann einfach so hinnehmen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal eine Sorge weniger, und zwar, dass wir hier irgendwie auf niedrigem Fitnesslevel rumrennen müssen den Rest von der Saison. Das sollte uns jetzt erspart bleiben. Und dementsprechend gehen wir in das Spiel gegen den VfB Stuttgart und fangen auch direkt gut an. 6. Minute, 1:0, es ist Benzia. Das war richtig schön rausgespielt. Niang, der da nochmal schön den Ball ablegt zu Benzia. Wir sehen es hier nochmal. Ich glaube, Kovalenko oder Gold war es. Oder dann hier Niang. Hat das Auge hier für Benzia und der an Titon vorbei. Und macht das hier rein. Wir sehen es hier auch nochmal. Titon war noch dran, fällt schon ein paar leicht ab. Aber dennoch das Tor für Benzia. Dann ein Freistoß von Stuttgart. Aber Martinia ist natürlich da an Ort und Stelle und hat den Ball sicher. Gold dann hier am Ball auf. Benzia, der haut drauf. Aber hier, Titon macht sich lang und rettet das bis dato. 1:0 war es wirklich, boah. Dann Harnik auch noch mit einer Chance. Aber im Endeffekt, wie gesagt, es war ein kritisches 1:0. Aber es war ein 1:0 im Endeffekt. Und das sind wieder die nächsten 3 Punkte auf unser Konto. Sprich, in der Liga beide Spiele gewonnen. Gegen Wolfsburg, gegen Stuttgart. Und ja, das war's mit der etwas kürzeren Episode. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.